Willkommen zurück zu einer weiteren Runde und vielleicht auch der letzten Runde. Ich weiß ja nicht, wie lange es noch dauert. Von Let's Play The Witcher. Wir müssen gegen Azayaret kämpfen. Und haben vor dem Kampf. Haben keinen. Also vor dem Kampf hier keinen Speicherpunkt. Das heißt, wir müssen wieder gegen die beiden Ritter kämpfen. Und ich finde es ein bisschen doof, dass man keine Chance hat. Zwischendrin. Noch dahin an die Feuerstelle da hinten zu gehen. Warum ist dann da hinten überhaupt eine Feuerstelle? Ich meine, ich verstehe das nicht. Warum die da hinten eine Feuerstelle hinbauen? Da hinten ist eine Feuerstelle. Na gut, ich kann jetzt auch den Weg zurücklaufen. Das hätte ich vielleicht auch mal machen können. Ich laufe mal den Weg zurück, meditiere und komme wieder. Und dann haben wir nämlich volles Leben. Und haben vielleicht mehr Leben im Kampf gegen Azayaret und dann könnte es funktionieren. Wir müssen uns einfach konzentrieren, hoffen, dass Berengar mal ein bisschen länger durchhält, wie jetzt das im letzten Part der Fall war. Da war er schneller weg, als man gucken konnte. Bedauerlicherweise. Okay, da brennt unser Feuerchen. Leider sind wir noch nicht ganz die nächste Stufe. Das wäre natürlich jetzt cool, wenn wir da nochmal ein paar Punkte vergeben könnten. Können wir leider nicht, aber ist auch nicht so schlimm. Wir meditieren eine Stunde, unsere Trankeffekte gehen dann leider wieder weg. Aber das ist nicht so schlimm, weil wir dann wieder eine Weide nehmen können. Wir haben noch zwei. Ach, die Trankeffekte bleiben. Na gut, finde ich noch besser. Nochmal wieder Licht, Geralt. So. Dann geht's wieder gegen die großen Ritter. Dann nehme ich zweimal Igni mit Machtverstärkung auf beide drauf. Dann haben beide nämlich ein bisschen weniger Leben. Und dann fange ich an mit Art anzugreifen. Ich glaube, so ist eine ganz gute Idee. So, jetzt nochmal speichern. Jetzt sind wir quasi vorbereitet für sämtliche Sachen. Und dann müssen wir uns da nochmal durcharbeiten. Aber ich frage mich echt, warum die da hinten eine Feuerstelle hinmachen, wenn man die im Spiel nie benutzen kann. Ja. Ich bin mit dem Tornado gepisst. Ja, haha, da lache ich ja. Guck mal hier. Guck mal nochmal hier. Schaden gemacht, wenn ich das richtig gesehen habe. Das ist ganz schön heftig. Oh, was Leben angeht, sind wir diesmal sogar ziemlich gut dabei. Aber wir haben auch mit vollem Leben angefangen. Ja. Aber Geralts Kombos sind echt stark. Und ja, die Sequenz kennt ihr ja inzwischen. Ich skip das auch mal. Wir haben das ja schon gesehen. Wir werden es vielleicht auch noch ein paar Mal sehen. Wir sehen uns wieder, Weißer Wolf. So, wir könnten jetzt mal speichern. Weg, 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 geh weg, geh weg. Berengar da. Ich reiße euch in Stücke. Wie Zaubernslunge. Okay, Berengar ist tot. Das ist natürlich doof, weil ich jetzt keinen habe, der Schaden von mir ablenkt. Oh oh, geh weg. Das ist das Problem, dass wir geblendet werden können. Davor schützt uns beide leider nicht und wir sind fast tot. Das ist das andere Problem. Und lähmen können wir leider nicht. Okay, wir werden sterben jetzt. Ja. Das war. Ja, da reichen 6
Stück, um uns zu töten. Ich weiß nicht, wie man dem noch mehr Schaden machen kann. Wir kriegen ihn auf die Hälfte, das kriegen wir ihn runter. Aber arg viel mehr ist nicht drin, leider. Aber gut, ich schätze mal, wir werden ein paar Versuche benötigen. Irgendwann werden wir es schaffen. Übung macht den Meister, irgendwann klappt es dann auch mal. Leider kommen wir nicht da zu der Feuerstelle nach da unten. Das ist ein bisschen ärgerlich, dass es zwischendrin keine Speichermöglichkeit gibt. Sondern dass wir jedes Mal wieder die beiden Ritter da angreifen müssen. Gerald kein Zeichen oder keine Energie dafür. Ja, das ist ein bisschen doof, dass wir jetzt jedes Mal wieder die Sequenz hier angucken muss. Ich muss mal gucken, ob ich da irgendwo zwischendrin noch speichern kann. Lalala. Ich kann hier nicht speichern. Wir sehen uns wieder, weißer Wort. Kann ich hier... Nee, ich kann hier auch nicht speichern. Na, geh weg, Geralt. Aua. Der eine Hieb, der macht mega viel Schaden. Das ist ein Problem. Schau mal ganz kurz ins Tagebuch. So, Berengar. Diesmal folgte Berengar mir. Er stand mir im Kampf gegen Asajavet zur Seite und starb, doch sein Opfer war nicht vergebens, ja. Die weiße Reila haben wir leider kein aktualisiertes Bild von der mutierten Version. Das wäre mal ganz interessant gewesen. Das Problem ist, Berengar stirbt toll, bringt uns im Moment aber wenig, weil wir hier im Moment ziemlich null Chance haben, irgendwas zu machen. Die Frage ist, bringt das was, hier oben rum wegzuknallen? Oder nicht wirklich? Ich weiß es nicht. Okay, also wegrennen funktioniert zumindest schon mal. Wir haben ja ein bisschen Lebensregeneration. Das funktioniert aber wahrscheinlich nicht so sonderlich allgemein gut auf Dauer. Ah, wir sind aus dem Kampf-Dings raus, ganz kurz gewesen. Das heißt, ich konnte jetzt hier mal speichern. Die Frage ist aber, ob das ein gutes Safe-Game ist hier oben. Eure Tricks helfen euch nicht. Ich kann ihn leider nicht betäuben. Ja. Wir kriegen ihn immer circa bis zur Hälfte runtergeschlagen. Und dann ist leider wieder Schicht im Schacht. Was ich mal jetzt noch probieren könnte, wir laden jetzt mal den Spielstand direkt im Kampf, auch wenn der wirklich nicht toll ist, weil wir da kaum Leben haben zu dem Zeitpunkt, ihm mal die Bomben an den Kopf zu schmeißen. Ob das was bringt, ich weiß es ja nicht. Bringt die Bombe was? Ich glaube nicht wirklich. Es ist zumindest keine, die irgendwie explodiert, glaube ich. Wäre was wir brauchen könnten. Eine, die explodiert, aber das scheint nicht wirklich so eine zu sein. Ich weiß nicht, was die Bombe bringt. Beziehungsweise was die nicht bringt. Keine Ahnung. Ich gehe mal wieder runter jetzt. Aber das bringt uns alles nicht so viel. Gegen den Kollegen Asajavet. Wo ist der überhaupt? Hä? Wo ist er drin? Ah, das erklärt einiges.
Hallo. Feuer macht ihm halt wenig aus. Probier jetzt einfach mal die Zeichen dabei durch, ob irgendein Zeichen effektiv gegen den ist. Weil betäuben und mit einem Schlag töten geht bei dem leider nicht. Wäre zu schön. Und das geht eben nicht. Hier runter. Das Problem ist halt, der macht wirklich exorbitant viel Schaden und wir haben nicht viel Leben. Das ist das zweite Problem, das wir haben. Axi, was gegen den wahrscheinlich eher nicht. Ich reiß euch in Stücke. Oh, wir haben ihn auf ein Dreiviertel runter. Na, immerhin. So langsam geht's voran. Ich nehme jetzt mal, probiere ihn mal mit Igni anzugreifen. Und immer schön die Schwertkombo mit dem starken Kampfstil. Es könnte eventuell reichen. Wird relativ knapp, klar, aber könnte eventuell reichen. Ich weiß es ja nicht, mal schauen. Das müssen wir jetzt ausprobieren. Oh, oh, da war ich ein bisschen langsam. Gerade, weil Gerard nicht laufen wollte. Naja, ich weiß ja nicht, ob das funktioniert. Feuer macht dem halt so gut wie gar nichts aus, das ist das Problem. Aber wenn Gerald mal in seine Schwertkombo reinkommt, dann macht mir das schon ziemlich viel Schaden. Das könnte jetzt reichen, wenn es gut läuft. Ja, wenn es gut läuft. Betonung auf gut laufen. Ja. Ja, wir haben es geschafft. Oh Gott, wir haben es geschafft. Huiuiui, das war ein Fight. Und es tut mir echt leid um den armen Berengar, der sich geopfert hat. Für uns. Was? Katze, okay. Was war der andere Trank, den er noch bei sich hatte? Einen unbekannten Trank. Ich nehme den einfach mal. Oh, ein Heiltrank, so wie es aussieht. Danke, Berengar. Im Tode noch nützlich, so wie es aussieht. Wir schauen mal bei Asajavets Überresten rein, was er denn noch so hat. Kostschei-Klamm. Mit dem Trank will ich natürlich haben, weil ich habe das Kostschei-Herz ja mitgenommen. Ich schmeiß mal ein bisschen was weg, was wir nicht brauchen. Das Esszeug. So, jetzt die beiden wichtigsten Sachen noch. Ein bisschen Bier wegtun. So. Damit haben wir den Trank. Gewährt ein Goldtalent. Das ist natürlich mega. Und, große Brüder. Die Dokumente beschreiben Übermenschen oder Supermutanten, die große Brüder genannt werden. Ja, die haben wir schon kennengelernt. Große Brüder, Angriffsdivisionen. Könnt ihr euch durchlesen, wenn ihr wollt. Meuchlermutanten haben wir kennengelernt. Ja, dann schauen wir mal, was es jetzt noch so alles neu gibt. Und dann schauen wir uns in Ruhe im Labor um. Und dann würde ich gerne irgendwo noch meditieren, den einen Trank zubereiten und trinken und dann noch das Goldtalent ausrüsten. Und wir haben noch mehr Talente jetzt, weil wir auch wieder eine Stufe aufgestiegen sind. Hat sie irgendwo eine Feuerstelle? Der Spiegel, ja, ich gehe gleich zu dem Spiegel. Kommen wir raus? Nee, ne? Wahrscheinlich
Wir müssen durch Spiegel teleportieren nach draußen. Okay, ja gut. Das Einzige, was hier drin gibt, ist das, was ich fallen lassen habe aus meinem Inventar und den Spiegel. Ergo, wir müssen zum Spiegel. Ich speichere nochmal. Und dann schauen wir mal. Wie, von der Seite? Ich glaube eher nicht von der Seite, Geralt. Javid, könnt ihr mich hören? Was geht hier vor? Machen die Experimente Fortschritte? Ich brauche die mutierten Ritter des Ordens dringend in Vizima und schickt mir mehr von den Misslungenen. Ich kann mir keine Verzögerungen leisten. Antwortet! Javid ist tot. Hexer Geralt? Rechnet wieder mit mir, Großmeister. Bald. Und mit Art den Spiegel zerstört. Der Großmeister, der ist auch noch ein Problem. Wolf, ihr lebt. Jevin, ich freue mich, dass ihr noch am Leben seid. Ja, tatsächlich freut es mich. Habt ihr gefunden, was ihr wolltet? Ja, aber es war nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Wolf. Ich habe den Anführer der Salamander getötet. Aber ihr seid trotzdem nicht zufrieden? Noch nicht. Es hat sich herausgestellt, dass die Salamandra nicht allein gearbeitet haben. Der Orden der Flammenrose steckt hinter allem. Das überrascht mich nicht. Ich muss es sofort dem König sagen. Wohl wahr. Ich habe ein Boot am Landungssteg. Kommt dorthin, wenn ihr bereit seid. Okay. In Ordnung. Danke. Cool. Tja, dann geht unsere Reise noch ein bisschen weiter. Wo ist denn hier das nächste Lagerfeuer? Ja, Großmeister. Der Wett haben wir getötet. Der Großmeister ist der nächste, der dran ist. Das Lagerfeuer ist irgendwo da drüben. Hier. Gut, dann müssen wir als erstes den Trank zubereiten. Ich hoffe, wir haben alle Zutaten. Kostzeigern können wir machen, sehr schön. Ja. Der passt aber nicht mehr ins Inventar, glaube ich. Oh. Aber wir müssen eine Stunde meditieren wegen, weil wir den Trank gemacht haben. Okay. Der liegt jetzt hier. Dann müssen wir mal wieder irgendwas wegschmeißen, zum Beispiel. Na Moment, Bernstein behalte ich. Bärenfett. Zack, weg. Dann den Trank aufheben. Den Trank trinken. Wo ist er denn? Hier. So, gewährt ein Goldtalent. Und dann wieder an die Feuerstelle hin. Und dann unseren Geralt aufmöbeln. Zweimal Goldtalente. Für Gewandtheit. Und wenn wir gegen Form der Flammenrose, dann wäre vielleicht schneller Gruppenstahl noch nicht schlecht. Starker Stahl können wir mal hier noch ein bisschen aufmöblieren. Und können wir hier noch was verteilen. Dauert kritische Effekte plus 50%. Das ist auch nice. Wir sind erfahrene Hexer. Inzwischen Charakterstufe. Wie viel? 32. Also das ist ziemlich ordentlich. Ich meditiere wieder, bis die Sonne aufgeht. Und dann sind wir echt ziemlich, ziemlich stark ausgerüstet. Jetzt geht's noch zum König, dem alles berichten und den Anführer des Ordens der Flammenrose töten, den Großmeister. Und wenn wir das haben, dann sieht es relativ so aus, als ob wir es dann geschafft haben. Das Boot ist da oben. Das heißt, wir müssen hier wahrscheinlich... Na, ich weiß nicht, wie wir jetzt da hinkommen. Mal schauen. 6 Uhr morgens, ein bisschen... Hä? Für den Knoten in der Zunge ein bisschen früh, wollte ich sagen. Schauen wir mal, wie wir da hinkommen. Okay, ich kann hier außen entlang laufen. Ich glaube, das ist ganz gut so der Weg. Okay, hier außen waren wir noch gar nicht unterwegs. Dann decken wir jetzt auch den Teil von der Karte noch auf.
Da wachsen noch ein paar unbekannte Kräuter. Kommen wir hier weiter? Na, hier nicht. Irgendwie da oben rum. Ja, hier geht's durch. Okay. Ganz schmaler Weg, aber es geht. Okay, bis hierhin. Und dann ist fertig, oder wie? Oh ne, hier geht's in die Höhle rein. Und das alte Herrenhaus. Und hier geht es jetzt auch nicht mehr weiter. Laut Karte da oben ist fertig. Okay, schade. Aber auch mal cool, das hier gesehen zu haben. So kann man also nicht zum Bootsanleger. Die Frage ist, wie dann? Auf der anderen Seite mal probieren. Da müssen wir jetzt unseren Weg suchen. Vielleicht auch hier oben rum, mal schauen. Da hängen jede Menge Leute an Galgen. Beziehungsweise inzwischen sind es nur noch Skelette. Meditieren müssen wir nicht. Mal schauen, ob es hier weitergeht zum Bootsanleger nach hinten oder ob wir vielleicht auf die andere Seite müssten. Mal schauen, ob es da hinten runter geht. Ich schätze mal schon. Irgendwie. Hier geht's runter. Okay, ich glaube, das hier sieht ganz gut aus. Wegtechnisch. Uferdamm des Schlosses. Das sieht gut aus. Aber es ist echt schön, dass das Ende nicht so abrupt ist, sondern dass hier jetzt noch ein Damm, noch ein Kampf kommt. Nochmal hier so eine Map, so eine große, auch mit der großen mit den großen Katakomben, das so nochmal aufgebaut wurde. Also ziemlich liebevoll. Ich weiß auch, wenn wir jetzt darüber müssten, ich guck mal noch hier. Einfach, erstens waren wir da noch nicht, zweitens gibt es ja vielleicht nochmal was Schönes zu entdecken. Zum Beispiel dieses Schiffswrack. Da ist auch noch ein Ort der Macht. Den nehmen wir natürlich mit. Ritual der Magie durchführen. Zack, Zeichenintensität erhöht. Ein bisschen weiße Myrte. Für die Kräutersammler unter uns. Bin ich nicht so tatsächlich, habt ihr gemerkt im Let's Play. Aber, ja. Mal schauen. Da ist jetzt noch ein paar Fässer, was da noch so drin ist. Der Obst und Nüsse. Ein Fass wird mir noch angezeigt, ich kann es aber nicht öffnen, doch so. Gut, damit würde ich sagen, haben wir das dann auch geschafft. Wir speichern nochmal und dann geht es zum Boot. Bevor wir dann ins Boot steigen, würde ich sagen, war es das von dem Part. Aber bis zum Boot ist ja auch noch eine winzige Ecke. Geralt hat inzwischen viele Kilometer zurückgelegt, aber ich finde die neue Rüstung sieht einfach mega cool aus und die Waffen sind auch cool. Und wir sind ziemlich stark. Also, so langsam. Es macht eigentlich immer mehr Spaß, dieses Spiel, muss ich sagen. So, da jetzt noch eine Feuerstelle, falls man noch meditieren wollte. Sehr aufmerksam von den Spieleentwicklern. Ich würde sagen, wir beenden unseren Part hier. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Ciao, Leute.